Hallo, mein Name ist Bitwalker. Heute sind wir wieder im Auto Vista unterwegs und zwar schalte ich hier ein Auto für euch frei, welches von einem User und zwar vom The Zweibrücker oder wie man den auch immer aussprechen mag, gewünscht wurde. Und zwar den Morgan Aero Supersports. Also ein Fahrzeug, im ersten Blick denke ich da immer so einen etwas festeren, halbglatzigen Engländer mit Hut und Pfeife im Mund. Weiß nicht warum, aber der fällt mir spontan ein. So, das hat mich hier gleich geschreckt. Erstens die Strecke, überhaupt noch nie gesehen. 8 Autos zum Überholen. Überholrace, ihr wisst, da stehe ich nicht ganz so gut gegenüber. Und ja, gleich hier zur Vorwarnung. Wer jetzt ein schönes Race sehen will, der klickt einfach mal weiter und schaut direkt ins Auto Vista oder sucht sich ein anderes Video. Denn das Race, was ihr jetzt sehen werdet, beginnt zwar stark, lässt stark nach und wird dann absolut schwach. Mehr kann ich dazu fast nicht sagen. Quatschen einfach über was anderes und zwar dem Fahrzeug hier. Ein sehr nobles Gerät, würde ich mal im ersten Moment sagen. Ihr seht hier das Cockpit hier im edlen Holz gehalten. Auch der Motorensound, ja, da ist ordentlich Wumms dahinter. Das verspricht dem Auto Vista dann sehr interessant zu werden. Die Rennstrecke hier kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, ob ich schon mal gefahren bin. So eine ähnliche war vielleicht einmal. Das ist eine normale Bergstrecke. Überholrace heißt es wieder hier, ein paar solche Hutschachteln zu überholen. Und ihr merkt es, mit dem Fahrzeug habe ich mächtig Probleme, eine ordentliche Spur zu fahren. Irgendwie ist es doch ein behäbiges Vehikel, nicht so agil, wie ich es mir bei den letzten Videos bzw. bei den letzten Races hier jetzt eingewöhnt habe. Sehr klar, wenn du mit einem Ferrari fährst, mit einem Lamborghini und sonst irgendwas, dann und nachher hier mit so einem Kobel, dann ist es einfach was anderes. Obwohl im ersten Blick doch ein bisschen zack, hier wieder gegen die Leitstelle, furchtbar. Obwohl im ersten Blick wirklich so ein bisschen wie ein Mann. Aber zack, elegant, wieder MacGyver, schön rübergedreht. Und weiter hier auf der Strecke. Ja, ihr seht zum ersten Blick, dass ich den Satz mal fertig bringe, schon ein bisschen wie so ein Old-Style-Racer aus, aber ja, für mich ist es eher sowas wie ein Autoscooter. Direkt peinlich, das herzuzeigen, nur was soll's. Das Auto muss ja irgendwie freigeschaltet werden. So, dann knallen wir auch noch hinten drauf. Ich muss direkt mal schauen, was für Autos sind das hier eigentlich? Die schauen so aus wie diese Moped-Autos, was es da gibt, wenn sie bei uns in Österreich mit dem roten Tafel herumfahren. Ich weiß nicht, bei euch in Deutschland gibt es, glaube ich, sowas auch, oder solche, weiß nicht, 50-Kubik-Fahrzeuge oder irgendwas, ja, keine Ahnung. Rechts oben seht ihr, knappe 90% der Strecke erledigt, Autos bereits 10 überholt, also von dem her gesehen kein Problem mehr. Also wir können uns jetzt schon mal definitiv aufs Auto Vista freuen und auf dem Monsieur Clarkson, Monsieur, wo kommt der her? England ist das, glaube ich, der uns das Auto dann vorstellen wird. So, dass ich es rausbringe vor lauter Aufregung, dass ich hier über die Ziellinie husche. Da morgen Motor Company. Ja, und jetzt eben einen Blick hier ins Auto Vista und da halte ich wieder meine Klappe. Da lasse ich die reden, die sich auch wirklich auskennen. Werde vielleicht mal kurz meinen Senf dazugeben, aber erst einmal pst und los geht's. Das ist der Morgan Aero Supersports von 2010. This cross-eyed curiosity is a Morgan Aero Supersports. As with all Morgans, much of the structure is made from wood. And if that sounds laughably old-fashioned, well, it is. It's also still made in the Malvern Hills of England in a factory so caught in the past that when a propeller aircraft passes overhead, half the workforce jumps. Surprisingly, the engine in this car isn't made from mud and leaves. It's actually a BMW V8 that makes a rather modern 368 horsepower, allowing this half-timbered sports car to get from 0 to 60 in 4.5 seconds. It'll even run on to 170 miles an hour before its Edwardian aerodynamics prevent it going any faster. I said sports car, but in truth, this is as much a sports car as Westminster Abbey is a top-class rock and roll venue.
This isn't a car to compete with modern Jaguars or Mercs or anything beyond. It's a strange time warp for people who believe cars should come with built-in nostalgia and a special kind of hat. And if that hasn't put you off the Aero Supersports, you should know that there's also a version with a fixed roof, one of which is owned by Richard Hammond. The idiot. Der Aero SS ist mit 19 Zoll Felgen aus einer Aluminiumlegierung und mit AP Racing Bremsen ausgestattet. Der 4,8 Liter V8 Motor leistet 367 PS. Damit beschleunigt der Wagen von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden und erreicht über 274 Stundenkilometer. Der Aero SS besteht aus ausgewählten und bewährten Teilen anderer Hersteller, einschließlich der Rücklichter von Lancia. Um einiges bedeutender ist die Tatsache, dass der lebhafte V8-Motor und das ZF-Getriebe von der BMW 5er-Reihe kommen. Das Alleinstellungsmerkmal der Autos von morgen sind ihre handgemachten Holzrahmen. Das Eschen-Hartholz-Laminat ist erstaunlich leicht und belastbar. Mit einem der anpassbarsten Innenräume auf dem Markt sind Morgan Aero SS oft wahre Unikate. Die Konzeptversion des Aero protzte sogar mit der Möglichkeit für einen Champagnerhalter. Der heckgetriebene Morgan Aero SS verfügt über ein 6-Gang-Tiptronic-Getriebe. Gurgelt der Motor und der Tankstellenpächter klatscht wieder in die Hände und denkt sich, yeah, ein Nachbar, der mir das Leben versüßt. Deshalb gleich wieder raus hier, nicht zu viel hier angewöhnen an dieses Fahrzeug, denn ja, Klappe zu, Affe tot, weg damit. Schaut zwar wirklich stylisch aus und mir gefällt das Design wirklich, wirklich sehr gut. Wäre was für meine Garage, aber ja, in meiner Tiefgarage habe ich keinen Platz mehr, da steht schon unser Ford C-Max drinnen, das muss reichen. Ich sage euch danke fürs Zuschauen, tschüss, ciao, euer Bitwalker.